Das ist heute nicht Ihr Glückstag, Seagull. Meine Leute haben jeden einzelnen Müllhaufen durchwühlt. Aber von dem Mädchen fehlt jede Spur. Sie war hier. Warum sollte ich sie annehmen? Das weiß ich nicht. Vielleicht leiden Sie unter derselben Selbstüberschätzung wie Ihr Sohn. Rufus ist nicht mein Sohn. Von mir aus machen Sie mit ihm, was Sie wollen. Aber wir hatten einen Deal. Sie wollten einen Hinweis und den habe ich Ihnen gegeben. Was kann ich dafür, wenn Ihre Leute unfähig sind? Sie verschwenden meine Zeit. Und ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand meine Zeit verschwendet. Hey du, geht das auch ein bisschen leiser? Du verscheuchst die Fische. Entschuldigung, wird nicht wieder vorkommen. Ich will jeden Winkel dieses Schrotthaufens noch einmal durchsucht haben und verriegelt alle Zugänge zum Hafen. Wenn auch nur eine Ratte hier raus will, will ich das wissen. Das waren Argus und seine Spürhunde. Der Organon ist uns also bereits auf den Fersen. Psst. Er hat recht. Wir müssen vorsichtig sein. Ich meine, auch wenn Seagull ein egoistischer, dummer, blöder Arsch war, aber so ein Schicksal wünscht man eigentlich keinem. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Schöner Reim. Warum steht der Napf hier draußen, wenn die Katze drinnen eingesperrt ist? Entweder hier lebt jemand seinen Sadismus aus, oder aber die Katze kennt einen geheimen Weg nach draußen. Oh, hallo Katze am Fenster. Das ist Gilligans Katze. Ob sie wohl einen geheimen Weg in den Gadget-Shop kennt? Ich meine, ist ja nicht so, dass es hier unten aussieht wie eine Katzenklappe. Komm, Kitty, 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 komm. Jo, zeig Onkel Rufus den geheimen Weg in den Gadget-Shop. Sie hört nicht. Was offensichtlich daran liegt, dass Katzen generell ein sehr schlechtes Gehör haben. Ja, natürlich, also es ist gar nicht anders zu argumentieren, was da der Fall ist. Ich schätze mal, ich muss irgendwas in den Napf legen. Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Die Katze scheint sich hierfür nicht zu interessieren. Wie traurig. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Dann darf sie sich auch nicht beschweren, wenn sie elendig verreckt. Ich höre sie regelrecht rufen. Hilfe! Oh, ich verende. Miau. Lass das. Oh, miau. Hilfe. Sagt meiner Familie. Ich sagte, lass das, okay? Alright. Köderfische, die Wenzels der Tierwelt. Oh yeah. Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Okay, wir haben jetzt hier einen Köderfisch. Und den werden wir auch gleich in den Napf tun. Hat der Typ einfach Seagull erschossen? Heftig, heftig, heftig. Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Die Katze scheint sich hierfür nicht zu interessieren. Es ist ja nur ein verkackter... Wie traurig. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Dann darf sie sich auch nicht besch... Ich höre sie... Hilf! Lass das! Oh. Ich sagte... Ja, auch wenn das sehr süß ist, nein. Ich wollte ja gerne den Bananenentkrümmer benutzen. Na du? Psst! Mach nicht so einen Lärm! Lass das mal meine Sorge sein. Ich habe keine Angst vor dem Organon. Schön für dich, aber freu dich bitte woanders. Mit deinem Lärm verscheuchst du die Fische. Tu mal nicht so. Du hast auch Angst vor dem Organon. Verschwinde endlich. Ich dachte, du hättest keine Angst. Hab ich ja auch nicht.
Wenn du keine Angst hast, warum angelst du da nicht weiter? Warum wohl? Du zitterst am ganzen Körper. Deine Hände sind schwitzig. Wie das halt so ist, wenn man Angst hat. Falsch. Du bist das Problem. Immer wenn du in der Nähe bist, fange ich nur Stiefel. Also zieh Leine. Könntest du einen Stiefel für mich fangen? Willst du mich beleidigen? Wenn sich das herumspricht, könnte ich aus dem Anglerverband fliegen. Ist das gerade deine einzige Sorge? Der Anglerverband? Nein, du bist ja auch noch da. Du kannst das gar nicht, oder? Nicht solange du hier stehst. Du verschwendest deine Zeit. Ein Angler lässt sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Außer durch Rufus. Das ist ein freies Land. Ich kann stehen, wo ich will. Nicht auf meinem Kai. Ich sehe kein Schild. Wenn du noch eine Pupille brauchst, sag Bescheid. Du kannst jederzeit einen Angelhaken ins Auge bekommen. Komm schon. Ich bin auch ganz ruhig. Selbst wenn ich dir das glauben würde, obwohl du ständig das Gegenteil beweist, du bringst immer noch Pech. Solange du hier stehst, fange ich nur Stiefel. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa darauf, dass ich die Geduld verliere? Bring mich nicht zum Lachen, du Zappel-Philipp. Ich bin Angler. Ich habe meinen Zauberwürfel gelöst, indem ich gewartet habe, bis alle Farben verblichen sind. War das eine Herausforderung? Nein, das war eine Aufforderung zur bedingungslosen Kapitulation. Haha, da bist du an den Falschen geraten. Ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Ich sag doch, niemand kann es mit der Geduld eines Anglers aufnehmen. Ich jetzt nicht ins Inventar gehen soll? Versuch's nochmal. Na du? Verschwinde, ich will endlich weiter angeln. Willst du mir immer noch erzählen, dass du keine Angst vor dem Organon hast? Nein, ich will dir nämlich gar nichts erzählen. Ich will nur meine Ruhe, also zieh Leine. Und dass der schwimmende Schwarzmarkt angegriffen wird, stört dich also gar nicht? Nicht die Bohne. Der Einzige, der mich hier stört, bist du. Verständlicherweise. Na los, angel weiter, du Feigling. Erst wenn du verschwindest. Ach komm schon, angeln. Vergiss es, ich bin ich. Jede Art von... Natürlich. Grob. Welche mit Schnürsenkel. Vergiss es. Mist. Ich verschwinde erst, wenn du mir einen Stiefel fängst. Spekulierst du etwa, dring mich nicht. War das eine... Nein. Haha, ich habe noch niemals aufgegeben. Das werden wir ja sehen. Bevor ich die Geduld verliere, sind deine Füße abgefault. Muss das wirklich sein, Rufus? Halt dich da raus. Das hier ist wichtig. Oh, Himmel. Ja, das ist wichtig und so. Und jetzt warten wir. Komm schon, Rufus. Mir ist kalt. Niemals. Geh doch in den Kutter. Bitte, Rufus, ich friere. Lass uns gehen. Hörst du? Dem Mädchen ist kalt. Netter Versuch, Kumpel. Wir werden ja sehen, wer keine Geduld hat. Und so. Rufus, ich hol mir hier den Tod. Beim Klabautermann, jetzt erlöse das Mädchen doch endlich. Sie trägt ja nur einen Pyjama. Heul doch. Rufus, bitte! Okay, okay. Ich geb auf. Ich kann mir das nicht länger mit ansehen. Hier hast du deinen blöden Stiefel. Ich hoffe, das war es wert. Oh ja. Siehst du, Goal? Ich habe gewonnen. Ein kaputter Stiefel. Da staunst du, was? Mein Held. Gut, jetzt können wir wieder reingehen. Ich wollte
eigentlich dem stinkenden Gronk da unten ein paar Bananen geben, aber hey, jetzt habe ich einen Stiefel, also. Ja, nimm den Stiefel, Goon. Los, nimm ihn. Tu, was ich weiß, du willst. Ich glaube, ich hätte da etwas zu essen für dich. Wirklich? Wow, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Nicht so schnell. Ich schlage einen Tausch vor. Ich gebe dir das Essen und du gibst mir deinen Schirm. Ich weiß nicht. Er ist das Einzige, was ich noch besitze. Lecker Essen. Ach, na gut, einverstanden. Hey! Hey, Moment mal! Das ist ja nur ein kaputter Schuh! Genau. Das adäquate Lebensmittel für einen Tramp wie dich. Was? Aber das ist doch... Bedank dich später. Guten Appetit. Ja. Da haben wir ja den Salat. Der Tank ist leer. Ich habe hier eine Idee. Ich weiß nur nicht so recht, ob und inwieweit ich sie ausführen kann. Will noch was zum Dingsen? Nö. Zurück zur Isla Obacht. Mal nachgucken, ob noch genug Dieselöl im Tank ist. Jep, randvoll. Man sollte immer auf Nummer sicher gehen. Wer den ersten Teil geschaut hat, oder vielleicht sogar selber gespielt hat, der sollte diesen Wink mit dem Zaunfall verstehen können. Okay. Keine Zeit für Wetterexperimente. Ich bin hier, um den Sender zu reparieren. Na, der ist doch schon repariert. Für den Reifen? Keine Zeit für Wetter. Ich bin hier. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen. Oder vom Blitz getroffen zu werden. Aber es ist ein denkbar dämlicher Platz, um meinen Kram abzustellen. Was sagt man dazu? Jetzt kann ich endlich meine Füße waschen oder meine Zähne putzen oder die Blumen gießen, die ich dem Waisenhaus spenden wollte. Als ob. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Wie kann man denn bitteschön öliges Wasser... Ich bin nicht hier, um Feuer zu löschen. Im Gegenteil. Wir sind immerhin mitten in einer Rebellion. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Jetzt nimmst du diesen Regenschirm hier. Irgendwie bringt es das noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Was habe ich vergessen? Ich empfange negative Vibrations. Es sieht vielleicht so aus, als stünde ich auf dem Schlauch. In Wirklichkeit aber hat sich dieser miese Schlauch nur unter meine Fußsohlen geschlängelt, um mich schlecht dastehen zu lassen. Ich kann später noch grillen, auf den glühenden Trümmern des Organon. Dafür hat Doc leider noch keine Fernbedienung erfunden, fauler Sack. Das wäre zwar sehr lustig, aber solange noch Hoffnung besteht, dass mir etwas Lustigeres einfällt, betrachten wir das mal als Plan A,5. Okay. Vielleicht macht es ja mit Krawallgeruhl ein bisschen mehr Sinn. Theoretisch. Oh, na, endlich! Okay. Und jetzt Bühne frei. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Tja. Warum eigentlich nicht? Was spräche dagegen, sich mitten in einem Gewitter auf eine erhöhte Plattform zu stellen? Fehlt nur noch, dass du mir einen Kübel Wasser für die Füße hinstellst. Oder mir einen Regenschirm in die...
Rufus? Naiv, Kübel Wasser, Regenschirm. Moment mal, du planst doch nicht etwa, mich als menschlichen Blitzableiter zu benutzen, oder? Käme ich nicht im Traum drauf. Gut so. Nee, Moment. Nicht im Traum, aber im wachen Zustand? Zu spät. Mist. Okay. Rufus. Oder so. Okay, jetzt kommt natürlich jetzt die Frage aller Fragen. Wo zum Geier kriegen wir jetzt einen Eimer her? Und was hat es mit diesem Generator auf sich? Und ich hoffe, dass es nicht wieder nur irgendein dämlicher Scherz von Daedalic ist. So wie dieses dämliche, total bekloppte Lampen-Dingsbums, Scheinspiel, was in der unteren Aufstiegsstation war. Das hat nur absolut gar nichts gebracht. Er betreibt eine Pumpe, die auslaufendes Dieselöl aus dem Wasser holt. Moment mal, das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff des Generators. Verblüffend, ein geschlossenes Abwassersystem. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl. Autsch! Solange der Generator läuft, ist er zu heiß, um daran rumzubasteln. Ich muss ihn irgendwie außer Gefecht setzen. Und ich habe natürlich meinen Zucker nicht mehr dabei. Das ist nicht der Auspuff. Aha! Der gute alte Banane im Auspuff trinken. Jetzt, wo der Generator nicht mehr läuft, leckt auch kein Dieselöl mehr ins Meer. Hier gibt's einen Tank für Dieselöl, aber ohne Hilfsmittel bekomme ich es da nicht raus. Vielleicht mit dem Regenschirm? Das einzig Nützliche an diesem Schrottgerät ist das Dieselöl im Generator. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Genau. Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. Da hätte ich vielleicht vorher dran denken können, sollen, wie auch immer. Aber ich habe kein Gefäß dabei. Und hier gibt's kein Gefäß. Ach, dann wollen wir mal. Ha. Huh. Das ist genauso wie die Hake. Die Hake des Todes. Aua. Gut. Wo kriege ich denn jetzt bitte schön ein Gefäß her? Oh, so hast du irgendwo einen Eimer. Alles klar, Schiffsteuermann. Eigentlich ist Captain... Über deine Erstmal hat... Zurück... Aber ich... Ach. Doc? Ach, Rufus. Gibt es schon eine... Ich arbeite... Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Schaden, den sie angerichtet haben. Rein Interesse halber, meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Abgemacht. Sie werden für ihre und für meine Frevel bitter bezahlen. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Ah ne, Quatsch, ich wollte ja die Segel setzen, und zwar öff zum Nordpol. Okay. Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Osos Kutter käme gleich viel lässiger, wenn überall Flammen aus den Armaturen züngeln würden. Ich behalte diese Idee mal für das furiose Finale im Hinterkopf. Okay.
Osos Kutter käme gleich behalten. Der Nordpol. Er hat das Rad und das Feuer erfunden, aber er ist nie auf die Idee gekommen, beides zu kombinieren. Schilder sind zu nichts zu gebrauchen. Die brennen ja nicht mal. Nicht mal, wenn Flammen drauf abgebildet sind. Ich wollte eigentlich meinen Namen schreiben, aber bei der... nicht bevor dieses Fett. What? Nee, ich hab irgendwie das Gefühl, dass das jetzt ja nicht so wirklich hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Wir können ja auch nirgendwo anders hin. Warum muss Go eigentlich immer vorrennen? Steh ich nicht. Hallo Sea. Ich würde gerne wieder was besprechen. Ich sehe, du hast noch weitere Fragen. Ha, voll daneben. Aber wo ich schon mal hier bin... Ich will dich nicht länger stören. Ich habe es anders gesehen. Dann hier nimm die Bananen zurück. Ich sehe, du planst, um dein Schicksal zu feilschen. Aber so honorig der Versuch auch sein mag, den dir vorbestimmten Weg zu ändern, das Schicksal lässt sich nicht bestechen, mein Freund. Das sagst du. Ja, nimm einen Köderfisch. Ich sehe, du planst, aber so honorig das Schicksal. Ja. Nein. Autsch! Ach, so wird das nichts. Irgendwo da hinten liegt das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker. Ja. Wo krieg ich denn jetzt... ein verdammtes Behältnis, ja. Weil ich brauche das Dieselöl auf jeden Fall für die Turbine. Dank des avialen Stromumkehrers habe ich eine sehr lustige Idee. Falsch. Aber... falsch. Verdammt. Plus, minus, plus. Nur warte mal. Wir machen mal einfach irgendwas. Zwei. Das heißt, wir machen jetzt eins... 2, 3. Nee. Fall. Aber. Okay, 1. 2. 1. 2. Nee. Fall. Aber. Muss nochmal. Haben wir mal eins mehr gemacht. Jetzt nehmen wir mal weniger. Auch nicht. Falsch. Aber... falsch. Verdammt. Ich sehe noch ein Trial and Error auf mich zu kommen. Falsch. Das falsch. Auch nicht. Verdammt. Okay, machen wir mal so. Könnte das nächste sein?
Fall. Aber verdammt. Das war's schon mal nicht. Falsch. Aber verdammt. Ganz ehrlich, diese Minispiele, die machen mich noch irgendwann wahnsinnig. Und ich hatte so sehr gehofft, dass das schwimmend war. Okay. Die Anleitung hilft uns noch nicht wirklich weiter, beziehungsweise der wieder einmal fehlende Hinweis. Los, Rufus, spring in die Brühe, ersäufe dich, das hat keinen Sinn mehr.